Herzlich willkommen zu den Nachrichten hier bei uns auf Güstrow TV. Das Künstlerpaar Waltraud und Günther Endlich hat dem Osterhasen ein Werk gewidmet. Der arme Kerl hatte jedoch richtiges Pech in diesem Jahr. Erstmalig wollte er seine Eier mit der Drohne verstecken, doch das ging mächtig schief, sie stürzte ihm ab. Nun musste er alle Eier nach alter Methode verstecken und ist, wie Sie sehen können, reichlich am Ende. Ob ihm das Fußbad hilft, wer weiß. Wir drücken die Daumen und hoffen, dass er sich schnell erholt und sich, wie wir alle, auf den normalen Alltag freut. Auch den Wildpark hat der Osterhase am Wochenende besucht und für reichlich Freude bei den großen und kleinen Besuchern gesorgt. Der Andrang am Sonnabend vor Ostern im Wildpark MV war groß. Schließlich hatte der Park auch zum bewährten Osterspektakel eingeladen. Tauchende Osterhasen, reitende Kinder, die Angebote waren breit gefächert. Vor allem in der Osterhasenwerkstatt war viel los. Da konnten Osterkörbchen gebastelt und Ostereier bemalt werden. Und wer davon hungrig wurde, hatte die Möglichkeit, sich zwischen Knüppelkuchen und Bratwurst zu entscheiden. Maren Gläser als Marketingverantwortliche zeigte sich zufrieden. Trotz des etwas trüberen Wetters stürmen die Besucher zu uns in den Park. Das freut uns natürlich sehr. Alle sind warm angezogen und freuen sich auf das, was hier alles noch heute passiert. Und es ist ja wirklich viel, was hier passiert. Sie haben also die Osternacht auch noch mit dran gehängt. Ja, wir haben das alles auf dem Ostersamstag gepackt und haben über den Tag eben das Osterfest. Und am Abend öffnen wir nochmal die Tore für die bekannte Osternacht. Der Wildpark kann neben den besonderen Angeboten vor allem bei den Kindern natürlich mit Tiererlebnissen punkten. Ob beim Reiten oder im Streichelzoo. Tiere haben immer eine magische Anziehungskraft für jüngere Besucher. Auch wenn es recht kühl war, kamen die Familien aus unterschiedlichen Orten weit über den Landkreis hinaus nach Güstrow und hatten alle ihre Gründe. Uns lockt natürlich das Osterfest hierher. Das ist natürlich sehr schön. Erst recht für meine beiden Kinder. Und es gibt ja auch so viele Attraktionen heute mit Reiten und Basteln. Ja. Haben sie beide gemacht und es ist echt schön hier. Ja, wir waren letztes Jahr hier, hat uns gefallen und jetzt wollten wir wieder. Ne? Das Wetter könnte besser sein, aber sonst, ja. Ja, die machen schöne Sachen hier, ne? Mhm. Ja. Was hinzuzufügen von euch? Nee? Ihr findet es auch gut, ja? Ja, ne? Osterfest, ne? Mhm. Ja. Und was speziell? Na, wegen die Kinder hier. Mhm. Dass die was erleben. Mhm. Und was habt ihr schon gemacht oder was? Na, die Osterrallye haben sie durch. Ja, und dann wollen wir mal weiter gucken. Ja, dass viele verschiedene Sachen für die Kinder sind, ne? Dass wir hier überall ein bisschen was entdecken können und ja, dass die Kinder auch selber was mitmachen können, alles selber entdecken können. Und sind Sie schon öfter hier gewesen? Wir sind jetzt das dritte Mal hier. Hm? Und gefällt Ihnen immer wieder? Ja, es gibt immer wieder was Neues zu entdecken und genau, gerade für die Kleinen ist es jetzt auch schön, ne? Die können überall umherlaufen und ja, gefällt uns gut. Viele ließen sich bewegen, sich an der Rallye zu beteiligen, bei der nicht ganz leichte Fragen zu beantworten waren. Zu gewinnen gab es Kindereintrittskarten. Abwechslung gab es genug, um sich den ganzen Tag im Wildpark MV aufzuhalten. Und wer möchte, kann sich schon jetzt auf den 4. Juni freuen. Dann findet der VR-Kindertag hier im Wildpark MV in Güstrow statt. Für alle unter Ihnen, die es über die Feiertage nicht mitbekommen haben, am 11. April haben die Bauarbeiten an der B104 im Bereich der Lindenstraße begonnen. Dafür wurde die Lindenstraße voll gesperrt. Eine Umleitung erfolgt in der Schweriner Vorstadt über die Elisabeth- und die Feldstraße sowie eine großräumige Umleitung über Bülow, die L171, die Goldberger Straße und die Liebnitzstraße. Auch der ÖPNV ist davon betroffen. Die Linie 201, 203 und 206 fallen in dieses Gebiet. Genaue Informationen zu den Ausweichstrecken finden Sie unter www.rebus.de. Die Sperrung der Lindenstraße besteht voraussichtlich bis zum 25. April. Der Bürgerbeauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Matthias Krone, wird am 3. Mai einen Sprechtag in Güstrow durchführen. Er wird sich vor Ort den Fragen der Bürgerinnen und Bürger stellen und Anregungen, Bitten und Beschwerden entgegennehmen. Hierfür bittet er um telefonische Anmeldung über sein Büro in Schwerin über die Telefonnummer 0385 52 52 709. Der Bürgerbeauftragte kann helfen, wenn es Probleme mit den öffentlichen Verwaltungen im Land gibt und Rechte der Bürger verletzt wurden oder zu wahren sind. Er und seine Mitarbeiter beraten und unterstützen auch in sozialen Angelegenheiten. Er ist zudem zuständig für Eingaben zur Landespolizei.
Im persönlichen Gespräch, beim Sprechtag, lassen sich Anliegen oft leichter und besser darlegen. Er prüft dann, unterstützt von Fachleuten seines Teams, ob und wie Unterstützung und Hilfe gegeben werden können. Hilfreich ist, wenn Unterlagen wie Bescheide und Schriftwechsel mit den Behörden zu dem Termin mitgebracht werden. Der Bürgerbeauftragte ist vom Landtag Mecklenburg-Vorpommern gewählt und in seiner Ausübung seines Amtes unabhängig. Der genaue Veranstaltungsort und die Zeiten werden noch nachgereicht. Hier folgen nun unsere Kulturnews. Für große und kleine Theaterfreunde hat das Ernst-Barlach-Theater folgende Aufführungen im Programm. Willkommen zu den Kulturnews. Am Samstag nach dem Feiertagswochenende ist in der Uwe-Jonsson-Bibliothek in Güstrow immer noch ein wenig Ostern. Es gibt wieder eine Kinderlesung mit der Lesepatin Ursula Eschmann, die Ostergeschichten für die kleinen Zuhörer und ihre großen Begleitungen mitbringt. Start der Lesung ist um 10.30 Uhr. Zudem wird wieder VR-Gaming mit angeboten. Der Spieler in der virtuellen Welt kann den 3D-Effekt voll auskosten und die anderen verfolgen sein Spiel auf der Leinwand. Natürlich hat die Bibliothek auch ganz normal zum Ausleihen geöffnet. Wer also etwas Unterhaltung zum Hören, zum Spielen oder Basteln am Wochenende sucht, kann gerne den Samstagseinkauf in der Stadt mit einem Abstecher in der Bibliothek verbinden. Aktuell gibt es in der Galerie Martina Fregin eine Ausstellung von der Künstlerin Karin Zimmermann zu besichtigen. In der vergangenen Woche fand in diesem Zusammenhang ein Künstlergespräch statt. Ihre Werke hängen seit Anfang März in der Galerie Martina Fregin in der Hageböcker Straße. Am vergangenen Donnerstag bestand neben dem Ansehen dieser Bilder auch die Möglichkeit, die Künstlerin Karin Zimmermann selbst näher kennenzulernen. Denn die Galeristin hatte zu einem Künstlergespräch eingeladen und das nicht zum ersten Mal. Ich verspreche mir eigentlich immer von diesen Künstlergesprächen, dass die Gäste, die Kunstliebhaber noch einen besseren Einblick in die Werke bekommen, dass sie die Werke erklärt bekommen, vielleicht sogar die Entstehung der Werke erklärt bekommen und einfach nochmal einen ganz anderen Blick dann auf die einzelnen Kunstwerke dann erhalten durch dieses Gespräch. Ne? Das ist so die Erfahrung auch und das ist immer eine tolle Geschichte und jedenfalls habe ich immer tolle Rückmeldungen bekommen. Die Güstrower Schriftstellerin Dr. Ditte Clemens übernahm die Aufgabe, mit konkreten Fragen mehr von der Künstlerin in Erfahrung zu bringen. So erfuhren die zahlreichen Besucher unter anderem, dass Karin Zimmermann in Plauen und Mark Neukirchen wohnte und schließlich in Leipzig studierte. Ich habe Modegestaltung studiert und habe ganz lange als Modegestalterin gearbeitet. Und irgendwann, da habe ich noch in Leipzig gewohnt. Und dann bin ich mit meinem Mann hier hochgezogen nach Wismar und dann zuletzt nach Maslow in diesen kleinen Ort. Und da habe ich angefangen zu malen. Die Schau steht unter dem Thema Die Poesie der Farben. Diese kräftigen Farben sind es, die Ditte Clemens begeisterten. Sie sprach davon, dass die Farben die Seele zum Leuchten bringen. Von verschiedenen Studienreisen erzählte die Künstlerin und von ihrer Arbeit mit Menschen mit Behinderungen. Auch ließ sie an so manchem Erlebnis die Besucher teilhaben. Ihre Ausstellung ist noch bis zum 29. April in der Galerie Martina Fregin zu sehen. Die Galerie wird übrigens Ende Mai zu Kunst offen ihr einjähriges Bestehen mit einem Tag der offenen Tür begehen. Nach Ostern zeigt das Krumme Haus den Spielfilm Adam und Evelyn von Andreas Goldstein. Er hat den gleichnamigen Roman von Ingo Schulze wunderbar verfilmt. Ingo Schulze wird dann am 21. April persönlich nach Bützow kommen und aus seinem Roman Die rechtschaffenden Mörder lesen.
Adam und Evelyn entwirft das zarte Bild einer Generation in der Ausnahmesituation des Wendesommers 1989. Einem Schwebezustand gleich zeichnet Adam und Evelyn mit viel Leichtigkeit ein liebenswertes Porträt zwei junger Menschen zwischen Verführung und Begehren, Entschlossenheit und Verlust, die zwischen Ost und West von der Weltgeschichte überrascht wurden. Die Vorführung findet am 12. April um 19 Uhr statt. Die Karten für die Lesung am 21. April erhalten Sie unter anderem in der Stadtbibliothek im Krummen Haus. Am 15. April kommt die Marius Westernhagen Tribute Band nach Güstrow. Sie zählen zu den angesagtesten Westernhagen Tribute Bands aus Deutschland. Und ja, Marius ist bewusst gewählt, denn die fünf Hamburger Musiker um den Sänger Mario haben sich den Originalsound des Deutschrockers verschrieben und liefern eine authentische Westernhagen-Performance, die durch ihre Power und Leidenschaft selbst eingefleischten Fans kaum eine Chance gibt, sie vom Original aus Düsseldorf zu unterscheiden. Das Konzert findet hier bei uns im Das Studio 2 in der Glasewitzer Chaussee statt. Tickets gibt es online bzw. vor Ort im Schnickschnack, bei der Güstrow-Information oder dem Bürger- und Tourismusbüro in Bützow. Beginn des Konzertes ist um 20 Uhr und der Einlass beginnt um 19 Uhr. So sehr, weil ich dich liebe. Noch immer mehr, weil ich dich brauche. Willkommen beim Sport. Der Güstrower Handballverein lädt am 15. April zum letzten Heimspieltag der Saison ein. Die Besucher können sich neben spannenden Spielen der Jugendklassen C, D und E sowie der Männer auch auf ein buntes Rahmenprogramm mit Spiel, Spaß und unter anderem einer Tombola freuen. Auch das Sportmobil der Sportjugend wird mit auf dem Platz sein. Los geht es in der Sporthalle Nordstadt in der Kessiner Straße um 10.30 Uhr. Um 17 Uhr ist dann der Abschluss mit dem Spiel der Männer. Die Fußballerherren des GSC 09 und des TSV Bützow 1952 e.V. haben sich in der vergangenen Woche ein spannendes Derby geliefert. Der Gründonnerstag stand ganz im Zeichen des Derbys der ersten Männermannschaften im Fußball. Die Herren des GSC 09 empfingen die Mannschaft des TSV Bützow 1952 e.V. zum Flutlichtspiel. Schaut man auf die Tabelle der Verbandsliga, dann sollte man meinen, dass sich die Güstrower als Favoriten positionieren. Doch schon in den ersten Spielminuten war klar, dass die Bützower keine Punkte verschenken wollen. Die erste Halbzeit spielte sich zum Großteil vor dem Bützower Strafraum ab. Die Güstrower erspielten sich zahlreiche Torschancen, kamen aber nicht zu einem richtigen Abschluss. Mit einem aus Bützower Sicht erfreulichen 0:0 ging es in die Pause. Der sportliche Leiter des GSC 09, Jens Schweder, gab sein Feedback zur ersten Halbzeit. Ja, wichtig ist, also Bützow macht das gut bis jetzt, also wir sind so ein bisschen so, haben manchmal keine Geduld, sind so ein bisschen ungeduldig, versuchen Abschluss aus der zweiten Reihe zu machen und das müssen wir ein bisschen mehr Geduld haben und wenn wir die haben, dann werden wir das Ding auch gewinnen. Heute gehe ich fest von aus, Bützow natürlich hoch motiviert, heute vorm Spiel Trainerwechsel bekannt gegeben, die Jungs sind noch motivierter, als sie sowieso gewesen sind. Machen viele Wege, aber ich gehe davon aus, dass sich bei uns irgendwann der Knoten löst und wir dann noch das 1:0 machen und dann ja, dieses Derby für uns gewinnen. Aus seiner Sicht, was müssen die Männer in der zweiten Hälfte anders bzw. besser machen?
Ja gut, die Taktik entscheidet ja der Trainer. Das ist ja eine schöne Phrase. Aber wir, was ich eben gerade gesagt habe, wir brauchen Geduld. Wir brauchen vielleicht auch mal das ein oder andere Mal mehr Mut zum Abschluss, wenn wir schon im 16-Meter-Raum sind. Dann versuchen wir nochmal quer zu spielen. Weiß ich allerdings nicht, was der Trainer gesagt hat, aber wir hatten ein, zwei Aktionen, wo wir auch im gegnerischen 16er den Abschluss hätten suchen können, vielleicht auch müssen. Haben wir nicht. Ja, also brauchen wir weiterhin Geduld. Mit nur einer Auswechslung bei den Bützowern ging es in die zweite Halbzeit. Wieder dominierten die Güstrower Männer das Spiel und hielten den Ball fern des eigenen Tores. Dennoch gelang den Bützowern auch der eine oder andere vielversprechende Angriff. In der 78. Minute platzte dann der Knoten bei den Güstrowern. Mit einem Tor von Jan Kastel ging der GSC in Führung. Nur 3 Minuten später gelang ihm erneut ein Treffer. Die Bützower hielten weiter Stand und insbesondere Torwart Andreas Möller gab sein Bestes. In der 86. Minute fiel das dritte und letzte Tor der Partie durch Ole Schuller und so beendeten sie die Partie mit einem hart erkämpften 3:0 für den GSC. Für alle Anwesenden sehr überraschend hatte TSV-Trainer Tom Hagemann bei Anreise in Güstrow seinen Rücktritt bekannt gegeben und so übernahm Robert Grabowski die Position. Wie kam es dazu und wie hat das Team es aufgefasst? Ja, unser Trainer Tom Hagemann hat heute leider vor dem Anpfiff oder beim Treffpunkt gesagt, dass er zurücktreten wird, sofort. Ich persönlich wusste das schon seit gestern, weil ich mit ihm halt ständig im Kontakt bin. Und er hat mir das gestern schon gesagt, von daher konnte ich mich schon ein bisschen darauf einstellen, auf meine Rolle heute. Normalerweise bin ich ja noch Spieler, aber auch ein bisschen in der Verantwortung, in der Abteilung. Und deswegen war es für mich auch klar, dass ich dann quasi heute in seine Rolle schlüpfe mit Unterstützung von ein, zwei anderen Spielern. Insbesondere in der ersten Hälfte hat man den Biss der Defensive gesehen. Was hätte in der zweiten Hälfte besser laufen müssen, um das Spiel vielleicht mit einem Unentschieden zu beenden? Ja, uns war ja klar, dass wir heute erstmal defensiv kompakt stehen wollen, relativ mit vielen Leuten hinter dem Ball sein wollen. Der Plan ging ganz gut auf, das muss man einfach sagen, gerade weil die Leute sich reingehauen haben. Wobei wir in den Zweikämpfen noch gar nicht so aggressiv waren, wie wir uns das eigentlich vorgestellt hatten. Trotzdem hatten wir dann sogar noch einen guten Torwart hinten drin, der uns wirklich auch mit 2-3 Paraden erstmal die Null hält. Und das machte natürlich auch Mut für die, in der Kabine, wenn du mit dem 0-0 in die Halbzeit gehst. Und in der zweiten Halbzeit war es dann so, dass wir natürlich so lange wie möglich die gleiche Truppe auf dem Platz lassen, weil es halt gut funktioniert hatte. Dann kam natürlich hier die Wehwehchen dazu und da eine Verletzung. Und dann war auch die Kraft weg. Da vorne ging natürlich relativ wenig. Dann haben wir aber sogar vor dem 0-1 eine verheißungsvolle Chance, wo wir den Ball leider nicht vernünftig mitnehmen vor dem Strafraum. Wenn mit ein bisschen Glück gehst du dann sogar in Führung. Aber im Endeffekt ist der Sieg hoch verdient. Die Herren des TSV haben definitiv alles gegeben und bis zum Schluss stark gekämpft. Doch die Güstrower sind ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und gehen motiviert in ihr Auswärtsspiel am 15. April gegen den Greifswalder FC. Das Spiel der Rostock Seawolves am Ostersonntag stand leider unter keinem guten Stern. Sie verloren gegen die Fraport Skyliners mit 77-99 Punkten. Damit haben sie ihr Ziel vom Klassenerhalt noch nicht eintüten können. Am Freitag spielen die Rostock Seawolves auswärts in Heidelberg. Das nächste Heimspiel wird am Dienstag, den 18. April um 19 Uhr gegen die BG Göttingen in der Stadthalle Rostock ausgetragen. Der Osterpokal ist für viele Speedway-Fans ein Pflichttermin, so auch in diesem Jahr. Mit spannenden Rennen hat der MC Güstrow die Rennsaison hier eingeläutet. Der Einstand in die Saison, der im Güstrower Speedway traditionell beim Osterpokal stattfindet, gelang am Sonnabend mit einem richtig guten Rennen und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Natürlich trifft das in erster Linie auf den Sport zu, welcher gleich von Beginn an spannend war und den rund 3.500 Besuchern trotz der Temperaturen heiße Kurvenkämpfe bot. Das Credo der Verantwortlichen, nur ein ausgeglichenes Fahrerfeld verspricht spannenden Sport, traf wieder voll zu und ist nicht nur an der Tatsache abzulesen, dass von den 16 Teilnehmern 11 Fahrer mindestens einen Laufsieg verbuchen konnten, sondern vor allem an den vielen Zweikämpfen und Überholmanövern im Laufe der jeweils 4 Runden.
Das Fahrerfeld bestand aus bekannten Startern und auch Fahrern, die zum ersten Mal in Güstrow waren. Tatsächlich offenbarte sich im Rennen, dass zu Anfang der Saison viele Fahrer erst wieder die Sicherheit im Umgang mit ihrem Sportgerät trainieren, als auch die richtige Abstimmung finden müssen. Es gab aber auch Fahrer, die davon weniger betroffen waren. Zu ihnen gehörte der Däne Rasmus Jensen, der bereits Challenge und Pfingstpokal gewinnen konnte, aber noch nie beim Osterpokal ganz oben stand. Leicht wurde es ihm allerdings nicht gemacht, aber er nutzte seine Bahnkenntnisse gekonnt und änderte noch kurz vor den Läufen die Übersetzung, wenn er sah, dass sich die Verhältnisse veränderten. So konnte er entweder gleich vom Start weg die Läufe bestimmen oder sich nach vorn kämpfen. Nur einen Punkt gab er an den Zweitplatzierten Sandro Wassermann ab, der einen ganz starken Saisoneinstand ablieferte. Über die Vergabe von Platz 3 musste ein Stechen entscheiden. Michael Hertel, der vor einem Jahr Zweiter wurde, präsentierte sich wie immer sehr kämpferisch. Allerdings wurde er einmal zu Sturz gebracht und musste anschließend auf einer Ersatzmaschine ausweichen. Im entscheidenden Duell konnte er sich ganz außen an der Bande den Speed aufbauen und so dem Dänen Marius Nielsen keine Chance geben. Nach der Siegerehrung gab Michael Hertel sein Feedback zum Rennen und berichtete, ob seine Erwartungen erfüllt wurden. Ja, das Ziel heute war natürlich schon das Treppchen. Ich bin normal in Güstrow immer relativ stark, habe in der Vergangenheit schon oft gute Rennen gefahren hier. Normal weiß ich, wie es rumgeht, aber ja, es war heute wieder ein hartes Rennen. Wie gesagt, im ersten Lauf war ich schon vom Start aus komplett letzter von dem vermeintlich schlechtesten Startplatz. Habe mich dann trotzdem noch vorgekämpft und die 3 Punkte auch im ersten Lauf geholt. Aber war natürlich gleich ein richtiger Einstieg. Heute das erste Rennen auch für mich, im ersten Lauf gleich so ein Riesenkampf. Aber ja, Güstrow ist bekannt dafür, dass man auch von hinten was machen kann. Ich denke, keine andere Bahn ist da so gut geeignet, dass man auch wirklich von 4 auf 1 noch fahren kann. Und sie war halt wirklich auch super präpariert. Also sie haben ja wirklich auch viel Arbeit reingesteckt ins Stadion, in die Bahn und so über Winter. Und man muss echt ein Lob aussprechen. Es war halt eine super Bahn. Ich denke, es gibt nicht so schnell irgendwo ein anderes Rennen, wo so viele Überholmanöver stattfinden und einfach die Bahn so perfekt ist. Er verriet, wie die Saison jetzt für ihn weitergeht und welche Highlights bevorstehen. Ja, wir müssen jetzt schon direkt nach Hause. Morgen ist schon das nächste Rennen bei uns in Bayern zu Hause, in Pocking. Traditionelles Osterrennen immer am Ostersonntag. Ansonsten, ja, was habe ich alles geplant? Erste Bundesliga natürlich hier für Güstrow. Zweite Bundesliga werde ich für Olching fahren. Da haben wir auch letztes Jahr den Titel geholt. Wollen wir natürlich auch den Titel verteidigen in der zweiten Liga. Ansonsten stehen einige offene Rennen für mich auf dem Programm. Zudem auch auf der Langbahn wieder ein bisschen mehr. Da war ich ja schon Vize-Weltmeister vor ein paar Jahren. Bin jetzt die letzte Zeit eher mehr Speedway gefahren, habe da das Augenmerk drauf gelegt. Bin ja aber nebenbei auch beim Studieren aktuell. Bin jetzt im 6. Semester, studiere Maschinenbau in Landshut und das ist natürlich auch wichtig. Der erfreuliche Blick ins Ergebnis zeigt, dass auf den ersten 5 Plätzen Fahrer der Güstrow Taurus angekommen sind. Natürlich war diese erste sportliche Standortbestimmung auch richtungsweisend für die Saison, in der die Bundesliga einen wichtigen Stellenwert für den MC Güstrow einnehmen wird. Während es im Osterpokal auch um die Plätze im Team der Taurus für die Bundesliga ging, bewarben sich die Aktiven im Rookies Cup um das Team der Speedway Liga Nord. Hier gewannen im Stechen Bruno Thomas vor Hanna Grunwald, die in ihrem ersten 500er-Rennen nur knapp den Gesamtsieg verfehlte, und Mika Frese, der ebenfalls sein erstes Rennen bestritt. Wir haben Hanna Grunwald gefragt, seit wann sie schon fährt und wie sie eigentlich zu diesem Sport gekommen ist. Also ich bin, seit ich 6 bin, fahre ich Speedway. Und wir sind mal eines Tages zur Rennbahn gegangen und da wollte ich ab sofort dann mal fahren. Und ich bin früher aber schon Motocross gefahren. Aber das war leider nichts für mich und dann sind wir zum Speedway gegangen. 2. Platz im Rookies Cup. Wie zufrieden ist sie mit diesem Ergebnis? Ja, also es hat sehr viel Spaß gemacht. Und eigentlich war unser Satz einfach nur dabei sein und alles geben und Biss zeigen. Und dann hat sie das von selber so rausgestellt. Auch ihr Kalender ist mittlerweile gut gefüllt für die Saison. Welche Highlights stehen auf dem Programm? Ja, also wir fahren jetzt Liga Nord. Ich fahre für Güstrow. Und ja, sonst noch offene Rennen und sehr viel Training halt auch. Sie hat beim Rookies Cup gezeigt, wie stark sie ist. Welche Ziele hat sie sich für die Zukunft gesetzt?
also Profi wäre jetzt schon sehr gut. Ja, werde ich darauf hinarbeiten. Oder beziehungsweise so wie Xenia Liebmann oder Norik Blödern zu fahren. Mit absolut spannenden Rennen und einem tollen Osterpokal ist der MC Güstrow in die Rennsaison gestartet und freut sich darauf, viele Fans bei den kommenden Rennen begrüßen zu dürfen. Der nächste Termin ist der 12. Mai, dann steht das erste Heimrennen der Bundesliga an. 53 für den 20. Lauf, noch einmal nachgereicht. Hallo, mein Name ist Wilfried Minnig und heute melde ich mich aus der tollsten und größten Holzschutzfarbabteilung der Region. Das ist nicht übertrieben, wenn ihr euch umschaut, werdet ihr das sehen. Getreu dem Motto, ihr habt das Holz und wir den Schutz, bieten wir euch Holzschutz rundum an. Von der Grundierung über die Versiegelung, über die Endbehandlung, über die Reinigung und das Werkzeug, Schleifmittel, Pinsel und so weiter und so fort. Bei uns findet ihr Marken wie Remmers Holzschutz, wir führen Osmo Holzschutz. Wir führen natürlich auch das tolle Öl von Bondex. Und bei uns findet ihr auch eine große Bandbreite an unserer Eigenmarke Renovo, die übrigens auch von einem namhaften deutschen Hersteller produziert wird. Viel Spaß, viel Freude. Ihr wisst, wenn es warm wird, ruft das Holz nach Farbe. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Willkommen beim Wetter. Noch immer ist kein richtiges Frühlingswetter in Sicht. Mit maximal 10 Grad ist auch der heutige Dienstag wieder recht frisch. Dicke Wolken begleiten uns noch bis in die Abendstunden, bis sie sich in der Nacht verziehen und wir einen klaren Sternhimmel bei Temperaturen um die 3 Grad erwarten können. Am Mittwochmorgen starten wir mit einzelnen Wolken und einer Temperatur von 2 Grad in den Tag. Im Tagesverlauf zieht sich der Himmel zu, es bleibt aber trocken bei Höchstwerten von 13 Grad. Abends können dann einzelne Schauer über uns hinwegziehen, die dann in der Nacht aber wieder verschwunden sind. Dann liegen die Tiefstwerte bei 4 Grad. Der Donnerstag bringt auch noch keine Besserung mit sich. Ein durchgehend bedeckter Himmel und Temperaturen zwischen 4 und 13 Grad begleiten uns durch den Tag. Nachts bleibt es bedeckt und das Thermometer fällt auf 4 Grad. Hier geht es jetzt weiter mit unserer aktuellen Ausgabe der Zeitreise und im Anschluss folgt eine Folge mit Charme und Schürze. Wir wünschen viel Spaß. Betriebsklima ist bei uns das A und O. Wir sind sehr daran bestrebt, sage ich mal, dass alle Mitarbeiter sich untereinander top verstehen. Auch zu den Abteilungsleitern ein gutes Verhältnis besteht. Und wir sind halt immer auch dran, jeden Mitarbeiter bestmöglich ausbilden zu können. Auch in der Zukunft wie ihm jede Art der Ausbildung auch ermöglichen. Selbst wenn er selber Wünsche hat für eine Ausbildung, die jetzt auch nicht unbedingt vielleicht in seinem Bereich fallen sollten.